Hallo, herzlich willkommen bei Rauer Reisemobile. Ich bin Sarah und heute gebe ich euch eine Einweisung bei einem LMC Element T608. Jetzt gehen wir erst einmal rein und machen die Stromversorgung an. Das heißt, hier wird einmal 12 Volt eingeschaltet, damit ich überall Strom habe. Hier habe ich eine Zusatzlampe, das heißt, ich habe von außen Landstrom angesteckt, damit auch die Steckdosen auf 220 Volt funktionieren. Dann habe ich hier eine Anzeige für die Batterie für hinten, das heißt die Aufbaubatterie, eine Anzeige für die Starterbatterie, eine Kontrolle fürs Frischwasser und eine Kontrolle fürs Abwasser. Und ein Zusatzschalter für die Pumpe, den kann ich hier ein- und ausschalten. Dann habe ich hier einmal das Bedienelement für die Heizung, das heißt vorher einmal die Gasflasche aufdrehen, dann einmal bestätigen, dann erscheinen hier drei Symbole. Mit dem Rädchen kann ich auf das jeweilige Symbol drehen. Jetzt gehen wir auf das Heizungssymbol, das heißt einmal das Wohnmobil blinkt, einmal bestätigen, die Temperatur eindrehen auf, sagen wir mal, 22 Grad und noch einmal bestätigen. Dann springt die Heizung an. Ausschalten genau dasselbe, einmal bestätigen, wieder nach links drehen, bestätigen, dann ist die Heizung aus. Wenn ich den Boiler anhaben möchte, gehe ich einmal auf das Symbol für die Wellen und das Thermometer. Bestätige auch einmal, drehe hoch auf Boost, wieder bestätigen, dann wird der Boiler mit Wasser warm. Zurück, wieder auf Off drehen und dann kann ich praktisch hier noch das Rundumgebläse einstellen. Das ist das Gebläse, wo überall hier im Fahrzeug aus den Schlitzen die warme Luft rausströmt, um die im Fahrzeug zu verteilen. Hier unter der Sitzbank befindet sich die Heizung und der Warmwasserboiler. Das kann man jetzt nicht ganz so gut erkennen. Aber hier unten drunter befindet sich noch ein ganz wichtiges Ventil. Und zwar habe ich das als Modell in der Hand. Das ist das Frostschutzventil. Das ist dafür da, dass er im Winter das Wasser automatisch rauslässt. Das heißt, dieser Pin, der ist drinne. Sobald der ungefähr 3 Grad Innentemperatur hat, springt der Pin raus und lässt das Wasser aus dem Boiler direkt auf den Boden rauslaufen. Das heißt, vor Gebrauch, wenn der Boiler offen ist, den Pin einmal hier reindrücken, damit der Wasserkreislauf geschlossen ist. Jetzt kann man Frischwasser auffüllen, das Wasser bleibt im Boiler drin und man kann den Boiler benutzen. Wie gesagt, friert es und bei ca. 3 Grad Innentemperatur springt der automatisch auf und dann kommt der Pin raus. Also reindrücken, Wasserkreislauf ist geschlossen. Dann haben wir hier einmal die Bedienung von dem Kühlschrank, das heißt, hier ist der Einschalter, den drücken wir einmal kurz, bis alles aufleuchtet. Und dann kann ich überall hier die Symbole einzeln anwählen. Jetzt möchte ich zum Beispiel auf Strom. Habe ich den auf Strom eingestellt. Hier wäre der auf Gas, auf Batterie während der Fahrt, wenn der Motor läuft, oder auf Automatik. Das heißt, er sucht sich dann die Quelle, die er gerade zur Verfügung kriegt. Das heißt, in diesem Fall wären wir auf Strom. Kann ich auch wieder normal auf Strom einschalten. Hier stelle ich die Temperatur vom Kühlschrank ein. Und hier haben wir jede Menge Platz drin, um viele Sachen zu verstauen, mit einem Gefrierfach dabei. Und während der Fahrt immer dann denken, den Kühlschrank richtig zu schließen. Hier haben wir einmal den Kocher. Können wir ganz normal den 3-Platten-Kocher anmachen mit einem Piezozünder. Das heißt, wenn die Gasflaschen aufgedreht sind, kann man dann jeden einzelnen so einschalten. Braucht man kein Feuerzeug bei. Ein großes Waschbecken zum Abwaschen. Hier befinden sich noch die Absperrventile, die jetzt aber alle offen sind. Das heißt, die braucht man quasi jetzt so gar nicht. Und hier befinden sich dann nochmal 2 Steckdosen. Hier befinden wir uns in der Nasszelle. Dann haben wir hier einmal die Toilette mit der Toilettenspülung hier an der Seite. Ganz wichtig ist immer der Schieber, dass der immer wieder richtig geschlossen ist nach Gebrauch, damit man nachher von außen die Kassette, die hier unten drin sind, auch vernünftig rausziehen kann. Unter dem Bett befindet sich dann einmal der Frischwassertank. Das heißt, wir können die Matratze einmal umklappen, klappen das Lattenrost hoch. Haben hier noch jede Menge Stauraum und können hier noch einmal eine Klappe extra aufmachen. Und dort befindet sich einmal der Frischwassertank, wo dann hinten in der Ecke auch der schwarze Ankerrad zu sehen ist, damit man das Frischwasser wieder ablassen kann. Die Sitzgruppe kann man hier noch vergrößern, indem wir einfach die Tischplatte ausziehen. Kann man unten einmal den Hebel ziehen und dann die Tischplattenverlängerung einfach ausziehen. Dann kann man die Sitze einmal komplett drehen, dann hat man eine große Sitzgruppe, wo man mit 4 Leuten bequem abends gemütlich zusammensitzen kann. Hinter dieser Servicekasse befindet sich einmal die Toilettenkassette.
Wie gesagt, wenn der Schieber richtig geschlossen ist, kann man ihn komplett rausziehen. Kann man den wie ein Trolley hinter sich herziehen. Zum Entleeren das Rohr einfach zur Seite machen, aufmachen, Entlüftungsknopf drücken, einmal ausgießen, bisschen Wasser rein, ausspülen, wieder ausgießen und dann das Toilettenschimmi wieder einfüllen. Und danach kann man sie ganz einfach wieder reinschieben, ein bisschen klicken, einmal festrasten und dann ist sie fertig. Dann haben wir hier einmal die große Heckgarage, wo wir jede Menge Sachen mitnehmen können. Da befinden sich dann auch die Kurbeln drin. Einmal für die Markise, dann haben wir hier einmal den Abwassertankschlüssel hängen und einmal eine Kurbel für den Fahrradträger. Jetzt fahren wir dann einmal die Markise raus. Dabei ist nur zu beachten, dass wir die Markise nicht komplett rausfahren, sondern nur ein kleines Stück. So dass wir an die Stützen kommen, dass wir den einmal abstützen können, weil sonst bekommen die Gelenkarme zu viel Druck und können dabei kaputt gehen. Noch hochsetzen, das machen wir auf beiden Seiten. Hier wieder festklemmen, damit nicht zusammenrutscht. Und dann können wir sie Stück für Stück weiter rauskurbeln. Wir nehmen dabei immer die Stützen Stück für Stück mit. Haben wir die Markise komplett rausgefahren, dann haben wir hier noch eine Zusatzplatte, die wir rausschwenken können, rasten die da oben ein, damit sie ein bisschen stabiler steht. Immer dran denken, dass sie bei Wind und Wetter, bei Regen und Wind eingefahren wird. Dafür ist sie nicht geeignet, draußen stehen zu lassen, weil hier wird dann kaputt gehen kann. Genau, wir fahren die Markise jetzt auch wieder ein. Wir nehmen wieder Stück für Stück die Stützen mit. So dass wir hier oben wieder ankommen können. Mal daran denken, dass der nach unten zeigt. Und wieder einrasten. Dann haben wir hier mal den Fahrradträger, da können wir einmal die Kurbel reinhängen, lösen dann überall einmal die Zusatzgurte. Dann können wir den Fahrradträger einmal runterkurbeln. Die Fahrräder hier draufsetzen. Den Riemen macht man dann hier einmal noch drumherum, damit es vernünftig eingerastet ist. Dann macht man die Fahrräder da fest und dann kurbelt man das Ganze wieder hoch. Ja, auch hier kann man denken, dass Sie die Riemen wieder einmal komplett rum machen zur Sicherheit. Ja, und solltet ihr keine Fahrräder dabei haben, könnt ihr den auch ganz einfach als Handtuchhalter benutzen. Dann haben wir hier nochmal eine Stauklappe, um an die Heckgarage zu kommen, dass man die von beiden Seiten beladen kann. Daneben befindet sich dann einmal der Frischwassertank, der wird mit dem kleinen Aufbauschlüssel aufgeschlossen. Könnt ihr ganz normal mit der Gießkanne oder mit dem Wasserschlauch den Frischwassertank befüllen. Hier habe ich einmal den Abwassertankschlüssel. Der wird hier auf den Vierkant gesetzt. Dann habt ihr hier das Abwasserrohr für Grauwasser. Und dann kann man es ganz einfach wieder ablassen, wenn man über eine Entsorgungsstation gefahren ist, und das Grauwasser wieder rauslassen. Das ist der Staubkasten für die Gasflaschen. Können wir den Deckel einmal komplett hochklappen und einrasten. Und dann kann man hier die zwei Gasflaschen anschließen. Und immer daran denken, dass sie während der Fahrt immer wieder zugedreht wird. Hier befindet sich einmal der Abgaskamin von der Heizung und einmal der Stromanschluss für Landstrom. Da wird ganz einfach der Stecker reingesteckt, Deckel nach oben und einrasten lassen.
Hier befindet sich einmal der Diesel- und der AdBlue-Tank. Dann haben wir hier in der Tür einmal eine Reifendrucktabelle. Und die Handbremse auf der linken Seite, da immer dran denken, wenn die Handbremse angezogen ist, nicht die Sitzkonsole drehen, damit man die da nicht gegenhaut. Den Sitz einmal zu drehen, nehmt ihr den Hebel nach hinten und schwenkt den Sitz einfach komplett einmal rüber. Hier oben habt ihr noch in der Ablage dann einmal die Verdunklungsplissés. Die werden hier mit den Druckknöpfen an den Seiten reingeklemmt, damit ihr die Scheiben vorne und an den Seiten verdunkeln könnt. Der Haumzug für die Motorhaube befindet sich hier einmal an der Seite. Die öffnen wir noch einmal kurz. Da gibt es hier noch ein kleines Fach. Den kann man mit dem Schlüssel öffnen. Und zwar sitzt hier dann der Pluspol der Batterie hinter. Hier haben wir einmal Masse. Und damit kann man das Fahrzeug wieder starten, wenn wirklich mal was sein sollte. Und das Fahrzeug muss überbrückt werden, damit man weiß, wo man die Batterie wieder laden kann. Ich hoffe, das Einweihungsvideo hat euch ein wenig geholfen. Es hat euch gefallen und wir wünschen euch einen schönen Urlaub, eure Firma Rauert Reisemobile.